Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem besonderen Video, mit einem speziellen Gast. Ihr wisst ja, PvP ist draußen seit jetzt gut fast 2 Monaten. Bevor es rauskam, es war so krass gehypt. Wir waren jeden Abend live und da haben so viele Leute drauf gewartet. Und als es dann am Ende rauskam, ja, da. Ich weiß nicht genau, was da genau passiert ist, aber der Hype war direkt weg. Das Spiel, also PvP, nicht wirklich überzeugt. Und ihr wisst ja, Jurassic World Alive. Ich habe das auch gerne gezockt, in letzter Zeit zwar nicht mehr so viel, aber ich habe es gerne gezockt und einer der Hauptpunkte, die ich immer betont habe, was mir sehr gut gefallen hat, war das Kampfsystem in Jurassic World Alive. Dementsprechend habe ich mir heute einen Spezialgast hergeholt, habe mal bei seinem Stream kurz irgendwie vorbeigeschaut, wurde mir vorgeschlagen. Ja, und seitdem schaue ich ihn regelmäßig an. Ja, grüße euch. Ich bin eher der Jurassic-Experte. Hong ist der gute Pokémon-Experte und ich denke, da haben wir eine gute Basis, dass wir mit euch mal drüber sprechen können, was ist bei Pokémon besonders gut am Spiel selbst, an den Kreaturen, an dem Kampfsystem und was ist vielleicht bei Jurassic ein bisschen besser, wie Niantic das umsetzen könnte, dass ihr noch mehr gehypt auf das Spiel seid, als ihr eh schon seid. Also der Kollege zockt natürlich auch andere Spiele, aber hauptsächlich Jurassic World Alive und er kennt sich auch ein bisschen aus mit Pokémon Go, also so ist nicht, dass er halt keine Ahnung hat davon. Genau, ich habe auch Pokémon 1,5 Jahre sehr, sehr aktiv gespielt. Aber jetzt in letzter Zeit halt nicht mehr so, weil es für mich nicht so in die richtige Richtung ging mit einer Langzeitmotivation. Aber da kommen wir in den Videos, die wir machen werden, noch zu. Genau, das werden verschiedene Teile, mehrere Teile. Ein Teil bei mir und dann wieder ein Teil bei ihm und dann könnt ihr euch alle Teile anschauen und dann unsere Meinung und unseren Vergleich zwischen den zwei Spielen mitverfolgen. Genau, und da ist auch ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Themen oder so habt, die ihr besonders nochmal von uns diskutiert haben wollt, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare, sei es auf Hong seiner Seite oder bei mir. Dann machen wir auch gerne nochmal ein zusätzliches Video dazu. Und wir haben jetzt eigentlich uns so überlegt, wir fangen mal so an mit dem Vergleich von den Kreaturen erstmal, also Vergleich von den Pokémon, wie man die bekommt, mit den Dinosauriern, die man eben in Jurassic bekommen kann, wie man die vielleicht entwickeln kann, was so die Stärken, Schwächen sind an den beiden Spielen. Und das ist jetzt quasi heute die Aufgabe von dem Hong und da wollten wir heute mit euch ein bisschen drüber sprechen. Also von mir und ihm, weil du Genau. erzählst ja erstmal, ich würde sagen, du fängst an, weil. Genau, ich fange am besten mal an, weil Pokémon, das kennt ihr ja alle schon. Ja, Hong berichtet euch da täglich sogar mehrmals drüber. Ich kenne seinen Kanal auch schon jetzt relativ lang. Das ist total witzig, dass man sich dann so zufällig trifft. Und ich bin halt eher der Jurassic-Spieler, ja, in letzter Zeit. Und da gibt es halt keine Pokémon. Das ist euch ja, denke ich, schon klar. Da gibt es ja Saurier. Also Dinosaurier, die auch aus dem Jurassic World, Jurassic Park Universum stammen, die ihr halt auch vielleicht aus den Filmen kennt. Und es ist vom Grund auf aber doch sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Ja, ihr bewegt euch in beiden Spielen in der realen Welt und sammelt halt bei Pokémon die Pokémon und bei Jurassic eben die Saurier. Ja, was grundlegend anders ist, es gibt verschiedene Seltenheitsstufen. Es gibt bei Jurassic 5 verschiedene Seltenheitsstufen. Das ist das Gewöhn sind gewöhnliche Saurier, sind seltene Saurier, epische Saurier, legendäre Saurier und einzigartige Saurier. Und wie ihr schon an den Namen merkt, werden die mit der steigenden Seltenheitsstufe auch von ihren Fähigkeiten her deutlich besser in der Regel. Ja. Und das Sammeln an sich, das ist sehr, sehr gut vergleichbar. Bei Pokémon habt ihr halt, das wisst ihr ja, verschiedene Möglichkeiten, die zu sammeln. Und bei Jurassic gibt es eben auch verschiedene Wege. Ja. Bei Pokémon könnt ihr das gleiche Pokémon mehrmals fangen. Das hat dann noch eine gewisse WP-Zahl auch dabei. Und das könnt ihr einfach mehrfach besitzen. Das ist bei Jurassic grundlegend anders. Da könnt ihr jeden Saurier erstmal in eurem Inventar quasi nur einmal besitzen. Ihr sammelt aber da eine gewisse DNA-Menge immer von. Das heißt, ihr könnt auch rausgehen, könnt die Saurier fangen. Ihr fangt sie nicht mit einem Pokéball. Ihr verfolgt sie quasi mit einer Drohne und sammelt da DNA-Bruchteile von den Sauriern. Ja. Wenn ihr eine gewisse DNA-Anzahl erreicht habt, dann könnt ihr die aufleveln und mit jedem Level werden die besser. Das ist so der Grundunterschied. Bei Pokémon fangt ihr erstmal das Pokémon, fangt es dann nochmal und bekommt dafür Candies und könnt es dann mit dem Sternenstaub zusammen entwickeln und pushen. Und bei Jurassic ist es eben so, ihr könnt jeden nur einmal haben und könnt dafür das Level erhöhen und die Power, sag ich mal, von den Sauriern, auch gerade im Kämpfen, erhöht sich drastisch mit den Leveln. Genau. Und da kommen wir auch direkt zum ersten Punkt. Zwar in Pokémon oder PvP in Pokémon gibt es 3 verschiedene Ligen. 1005, also 0 WP, also 1 WP bis 1500, dann bis 2,5 und dann offen. Ohne Begrenzung. Genau, ist das dann da so, dass die Pokémon runterskaliert werden oder darf ich zum Beispiel bei den unteren WP-Stufen auch wirklich nur Pokémon mit bis zu dieser WP-Zahl Also mitnehmen? das wird Weißt du? gesagt, Also das weißt du ja sicher. das
Die müssen so sein. Das heißt, rein theoretisch müsstest du dir speziell dafür neue Pokémon sammeln und hochziehen oder. Ah, das heißt, du könntest kein Relaxo, was ja. Nee, nicht Relaxo. Doch, Relaxo hat auch eine relativ hohe Basis-WP. Ne? Das könntest du nicht in den untersten Kämpfen mitnehmen. Nee, könntest du nicht. Okay. Und das finde ich persönlich ein bisschen demotivierend, weil das Spiel ist ja darauf ausgerichtet, jedes Pokémon zu sammeln und zu pushen. Auf Maximum. Ja, da wär's ja schon mal wirklich sehr viel interessanter dann zu sehen, wenn die. Ich sag mal, so ein Garados oder Dragoran runterskaliert wäre auf eine geringe WP-Zahl und dann gegen einen, ja, ich sag mal, ansonsten vielleicht ein Dratini, was eigentlich schwach ist, dass die quasi auch eine Chance gegeneinander hätten. Das ist quasi das starke, die starke Entwicklung, das ist ja bei Pokémon so, da kann man die Pokémon eben entwickeln und sie bekommen dann auch höhere Basiswerte, ja, ähnlich wie das bei Jurassic ist, da gibt's ein bisschen was anderes, da sage ich gleich noch was zu. Das wäre ja dann super cool, wenn man da bei dem Kämpfen dann auch, sage ich mal, mit den vermeintlich starken gegen schwächere verlieren könnte. Einfach, dass man wirklich sehr, sehr viele verschiedene zur Auswahl hat und richtig coole Kämpfe machen könnte. Oder wie siehst du das? Ja, das schon. Ich meine, rein theoretisch könnte man ja auch ein sehr, sehr schwaches Dragon nehmen. Das stimmt, da hast du recht. Aber es ist halt gegen das Spielprinzip, weil ich meine, sogar in den Hauptspielen, da levelst du ja auch alle deine Pokémon auf 100. Genau. Ist ja nicht so, dass du, sagen wir, bis zum 7. Orden, sagen wir, hast du deine Pokémon hochgelevelt. Auf einmal verlangt der 8. Arena-Leiter, dass deine Pokémon nur maximal Level 20 sein dürfen oder sowas. Ja, genau. Das mit dem Leveln, das ist auch ein guter Punkt. Bei Pokémon, soweit ich weiß, ist das ja Level 40. Und du hast ja im Hintergrund ja schon ein paar Sachen, die dahinter stecken, aber im Grunde eigentlich nur drei verschiedene Basiswerte. Also Leben, Verteidigung und Angriff. Und 40 ist das Maximallevel. Bei Jurassic ist es eben so, du hast auch ein Maximallevel drin. Das ist bei den Sauriern Level 30. Unterschied ist hier, du kannst, egal was du für ein Spielerlevel hast, das ist das Maximum 20, kannst du die von Anfang an auf Level 30 bringen. Bei Pokémon ist es ja so, da bist du an dein Level gebunden, dass du und kannst die nur auf das Level maximal bringen, was du gerade auch im Spiel bist. So, und was halt bei Jurassic auch ein krasser Unterschied ist, ich hatte ja eben gesagt, das geht ja mit dem Entwickeln bei Pokémon. Bei Jurassic kannst du verschiedene Saurier kombinieren. Ja, da kombinierst du den einen Saurier mit dem anderen und kriegst einen neuen Saurier raus. Und das sind Hybride und die sogenannten Hybride, die sind halt nochmal vom Kämpfen her richtig krasse. Das heißt, jeder hat einfach das Ziel, die Hybride freizuschalten und dann die Hybride zu leveln. Die Hybride haben von der Basis her eh erstmal ein höheres Level als die anderen. Ja, also beziehungsweise nach der Seltenheitsstufe ordnet sich das. Das heißt, die gewöhnlichen fangen bei 1 an, die seltenen bei Level 6, epische bei Level 11 und so weiter. Und von daher will man halt immer die besseren und auch die Hybride freischalten, weil Hybride von Grund auf auch mehr Fähigkeiten haben als die ganz normalen Standalone-Saurier. Und das ist schon mal ein ganz krasser Unterschied auch zu Pokémon, wie ich finde. Du hast zwar gesagt, jeder hat das Ziel, die hochzuleveln. Genau, so hat jeder das Ziel, die hochzuleveln, weil jeder Saurier auf Level 30 selbst ein Popliger gewöhnlicher Saurier kann auf eine gewisse Art und Weise mithalten. Das ist auch schon ein krasser Unterschied. Also du hast da ein viel, viel krasseres oder viel, viel detaillierteres Balancing zwischen den Sauriern, dass die ähnlich gut sind. Ja, wenn sie auf einem gleichen Level sind. Gibt es ja Inkubatoren, das ist ja so ähnlich wie Brüten bei Pokémon Go, habe ich gesagt. Genau, das ist, ich hatte ja auch gesagt, dass man die quasi auf der Weltkarte dann DNA davon sammeln kann. Die DNA kann man aber auch auf andere Weise bekommen, eben als Kampfbelohnung, wenn man in der Arena gegen andere Spieler kämpft. Und da bekommt man eben auch von gewissen Sauriern dann DNA gut geschrieben, was einem wieder verhilft, das Ganze, die Saurier zu leveln. Und beim Pokémon, da sammelst du halt ja die Eier und die tust du in die Brutkästen rein und läufst dann deine gewisse Strecke ab und bekommst dann auch ein gewisses Pokémon mit ein bisschen Candy dazu daraus. Genau, aber genau. Alles in Jurassic World Alive ist dann darauf gezielt, dass du DNA sammelst und deine Dinos verstärkst und dann wirklich alles, was du machst. Oder nicht? Genau. Genau. Alles ist darauf ausgelegt, du kannst beim Kämpfen bekommst du die, das ist ja der Witz daran. Ja, du kämpfst, bekommst dafür eine Belohnung, kannst deine Saurier wieder verbessern, kannst wieder weiterkämpfen, dass du noch besser wirst. Also das ist, ja, bis zu einem gewissen Grad, selbst die, also es gab jetzt schon ein paar verschiedene Seasons, da werden wir aber dann auch in anderen Videos nochmal was drüber besprechen. Seasons sind einfach, ja, zeitraumbegrenzte Kämpfe in der Arena, wo es eine Rangliste gibt, ja. Und bei dieser Rangliste, ganz egal, ob die oberen Top-Spieler schon alles auf Maximallevel haben, da gibt es immer unterschiedliche, die da oben stehen, weil das eben so ausbalanciert ist und du so viele Taktikmöglichkeiten hast,
Und deswegen versucht halt jeder besser zu werden und da oben reinzubekommen, weil am Ende der Saison bekommst du dann auch wieder eine Belohnung. Und je besser du bist, desto besser ist die Belohnung. Das heißt, da ist wirklich von Grund auf, vom ersten Saurier, den du sammelst, bis dahin, bis zum Maximallevel und noch darüber hinaus, hast du eben das Ziel, besser zu werden, in dem Ranking nach oben zu kommen. Und das ist halt schon mal, finde ich, was das Spiel sehr, sehr für mich oder für mich sehr spannend macht und weswegen ich das sehr gerne spiele. Und das gibt's halt absolut gar nicht in Pokémon Go. Ja, da gibt es keine Rangliste. Wie mit dem Ligensystem, die demotivieren dich sogar, Pokémon zu pushen, weil dann kannst du es nicht mehr in der untersten Liga verwenden oder so. Ja, das stimmt. Das ist wirklich. Dann, was es vielleicht auch noch wichtig ist, ihr dürft euch das jetzt aber nicht so vielzählig vorstellen bei Jurassic. Es gibt momentan mit dem letzten Update 144 Saurier. Ja, und bei Pokémon, ich weiß nicht, wie viele Pokémon es momentan gibt. Es gibt halt 4 Generationen. Ich weiß nicht, wie viele, weit über 300 wahrscheinlich, ja, oder? Das weißt du ein bisschen besser. Ja. Das heißt, es gibt zwar viel, viel mehr Pokémon, aber dennoch sind, sag ich mal, die Kämpfe und das, was dahinter steckt, bei Pokémon ein bisschen einseitiger. Und das werden wir auch noch in den nächsten Videos sehen, wenn wir mal wirklich auf die Details eingehen. Was kann ein Pokémon? Was kann ein Pokémon gegen ein anderes Pokémon, wenn ihr gegeneinander kämpft? Und was kann ein Saurier und was kann er gegen andere Saurier, wenn ihr Freundschaftskämpfe oder Arena-Kämpfe oder was auch immer macht? Ich glaube, zum ersten Thema, zum ersten Punkt war es das erstmal. Ja, ich denke auch. Also ihr habt jetzt, denke ich, mal einen Überblick darüber, was es, wieso die beiden Spielprinzipien aufgebaut sind. Ja. Und wir schauen uns dann in den nächsten Folgen mal an, wie tief so das Wissen sein muss oder was für Fähigkeiten die Kreaturen haben, was für Kampfsysteme es gibt und was eben bei beiden Spielen das Ganze attraktiver macht oder vielleicht nicht ganz so attraktiv macht. Nächste Folge, wie gesagt, auf Stormys Kanal. Schaut vorbei, erst unten in der Beschreibung markiert. Nicht markiert, verlinkt. Aber das war's erstmal von uns. Ja, macht's gut. Und für mich auch mal was Cooles bei Hongar zu sein. Ich hoffe, ihr mögt mich auch, so wie ihr ihn mögt. Ich finde ihn sehr sympathisch. Und ja, mich hört ihr dann bei mir im Video und danach dann wieder bei Hong in seinem Teil. Schaut's auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, Feedback gerne unten in die Kommentare. Und vergesst nicht zu liken, abonnieren, kommentieren. Bei ihm vorbeizuschauen. Vergesst nicht, Pokémon und Jurassic World Alive sind serious business.